Wie können wir basierend auf unseren Fähigkeiten, Stärken und Talenten ein Online-Business aufbauen, auf das wir stolz sind und das wächst und sich entwickelt, ohne den ganzen Tag vor dem Laptop zu sitzen und nächtelang durchzuarbeiten? Diese Show dient genau dazu, diese Frage zu beantworten. Ich bin Chris Mikus und spezialisiert auf die Kunst und Wissenschaft als Personal Brand, ein digitales Unternehmen aufzubauen und zu skalieren, das wirklich erfolgreich ist. Und wenn du auch wissen möchtest, wie das funktioniert, dann melde dich jetzt zu unserem kostenlosen Training an und ich zeige dir die drei Stufen meiner Mipreneur-Methode. Geh dazu einfach auf www.mipreneur.de/free. Danke, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode der Mipreneur Show. Also lass uns loslegen. Dude, hello meine Lieben und herzlich willkommen. Kann man irgendwas sehen, was ich nicht zeigen darf? Nein. Zu einem neuen und letzten Transparenten Einkaufsbericht. Sorry, das hat ein bisschen Geräusche gemacht. Warum neu? Neu, weil es ein neuer Monat war. Es geht um den Januar. Ja, ich bin ein bisschen verspätet und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, Chris, warum machst du zwei Videos heute, die du veröffentlichst? Weil ich denke, wir müssen reden. Die transparenten Einkaufsberichte dienen auch vor allem dazu, transparent zu sein, euch zu zeigen, wie Businesswachstum ist, welche Entscheidungen gut in meinem Business waren, welche schlecht waren, was alles dazu gehört. Aber mir geht es vor allem darum, dass ich generell transparent bin in dieser Businessreise. Weil die Businessreise ist nicht leicht, die Businessreise ist manchmal herausfordernd, aber sie hat natürlich auch extrem viele positive Dinge, sonst würden wir das alles nicht tun. Und von Anfang an, als ich meinen Kanal hier gestartet habe und viele von euch sind von Anfang an dabei, ging es um was ganz anderes. Es ging um meinen Alltag als Mutter oder auch meinen Alltag als Schwangere. Und das war auch schon mega transparent, weil ich einfach gedacht habe, ich will nicht einen Kanal, der gepolished ist und der nur die schönen Seiten zeigt und nur die echten Seiten zeigt, sondern ich will einfach zeigen, wie das Leben wirklich ist. Und das hat euch gefallen, ihr wart dabei, ihr habt zugeschaut und ihr habt euch ja auch für mein Leben interessiert und ihr seid mir ans Herz gewachsen. Und dann kam der Punkt, an dem ich irgendwann gesagt habe, wie mache ich weiter? Werde ich Mama-Blogger oder werde ich Business-Blogger? Und der Punkt ist, und das hat viele von euch extrem enttäuscht, wehgetan und ihr findet es wahrscheinlich durchweg einfach scheiße und das zeigt ihr mir höchstwahrscheinlich jeden Tag, dass ich nicht mehr Mama-Blogger bin. Der Grund, warum ich aber aufgehört habe, ist nicht einfach nur, weil ich gesagt habe, hey, ihr seid mir völlig egal, mir geht es nicht mehr um die Moms da draußen, ich lasse das, sondern weil ich finde, jeder sollte das machen, worin er am besten ist. Und es gibt einfach viel, viel bessere Mami-Blogger da draußen als mich. Denn ich bin keine Vollzeit-Mama. Ich habe eine Familie, ich habe aber auch einen Job, ein Business. Und ich habe noch die Situation, dass ich nicht mehr alles zeigen kann. Ich bin nicht mehr die Einzige, die über meine Tochter entscheidet. Und ich bin auch jemand, der einfach, und das ist meine persönliche Entscheidung gewesen, gesagt hat, sobald man meine Kinder erkennen kann, also sie sich nicht mehr so schnell verändern, dass man sagen kann, okay, keiner weiß mehr, wie das Kind mit 10 aussieht, wenn es das Babyfoto gesehen hat. Ab dem Zeitpunkt möchte ich meine Kinder nicht mehr zeigen. Und das war von Anfang an für mich klar. Und dann kam natürlich die Situation, okay, was zeige ich denn jetzt von meinem Alltag, wenn ich die Kinder nicht mehr zeige? Und ich habe gemerkt, ich bin nicht gut in den Mami-Blogger-Themen, weil ich klassische Mami-Blogger-Sachen nicht mache. Ich mache nicht super viele DIY-Projekte, ich mache nicht, super viele Bastelgeschichten. Ich habe keine Kinder, die schon in der Schule sind und ich mache Homeschooling. Und alles, was ich zeigen könnte, was ich meinen Kindern mache, kann ich wiederum nicht zeigen, wenn ich meine Kinder nicht zeige. Und das heißt, irgendwann kam für mich die Entscheidung, dass ich einfach überlegt habe, wo bin ich am besten und wo kann ich am meisten Menschen inspirieren und helfen. Und ich kann nicht vielen Menschen helfen, zu zeigen, wie du die beste Mom bist. Weil ich glaube, ich bin eine sehr gute Mom, aber ich würde von mir nicht behaupten, dass ich weltweit die beste Mom bin und euch allen zeigen kann, wie ihr bessere Moms seid, weil ich euch schon mal meine Kinder nicht zeigen kann. Aber ich glaube, ich bin sehr, 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 sehr gut, wenn es um Online-Business-Themen und Online-Business-Wachstum und Sales-Automatisierung geht. Und wie man Business aufbaut und wie man transparent zeigt, was ein Business ist. Und deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, denn ich bin tatsächlich Mom. Und ich habe zwei Kinder und ich finanziere unser Leben. Was kann ich am besten? Kann ich am besten über Mama-Themen reden und werde Influencer und zeige mich als Mom? Oder kann ich tatsächlich das teilen, was mich ausmacht, weil ich es einfach damit den meisten Menschen helfe? Und das ist, wie mein Business aufgebaut wird. Und diesen Weg bin ich gegangen. Und mir war ganz bewusst, von meinen damals 15.000 Abonnenten und um die 5.000 bis 6.000 Video-Views wird das mega crashen.
Und es ist mega gecrashed und es crasht jeden Tag weiter. Und es tut mir total weh, weil ich meine Moms, ich habe den Mom-Club gehabt, meine Moms liebe, diese Themen geliebt habe, den Austausch geliebt habe. Aber ich einfach denke, wir sollten das in unserem Leben machen, was für uns am besten ist. Und ich bin viel, viel besser, meinen Alltag im Business zu zeigen, als meinen Alltag mit Kindern zu zeigen. Denn tatsächlich, dadurch, dass ich einfach beides und super viel Druck habe und super viel parallel hinkriegen muss, will ich in den Momenten, die ich mit meinen Kindern habe, nicht die Kamera draufhalten. Sondern mich einfach ganz bewusst auf diese Momente konzentrieren, ohne durch eine Linse oder durch einen digitalen Screen das zu sehen. Von daher hat sich mein Leben, seitdem ich Mom-Videos gemacht habe, total gewendet. Ich zeige, was mein Business ausmacht, das sind 3-4 Stunden am Tag, und dann genieße ich einfach mein Leben, meine Familie. Und es tut mir total leid, dass euch das stört. Und ich sehe unter jedem Video, was ich veröffentliche, was in Business, in Technik, in sonst was Sachen ist, dass euch das nicht gefällt. Ich sehe alle eure negativen Bewertungen. Und es tut mir von Herzen weh, weil mit jeder negativen Bewertung, ich bin noch so wie am Anfang, mir tut jede negative Bewertung weh. Mir tut jeder negative Kommentar weh. Das ist nicht so, oh, das ist jetzt die über 40.000 Euro Monatsumsätze hat, ja, da kommen wir gleich zu. Sondern mir tut es wirklich weh, weil ich weiß, ihr habt mich kennengelernt, habt von mir erwartet, dass ich euch mit durch den Alltag als Mutter nehme, euch wahrscheinlich auch zeige, wie ich alles gerade hinkriege. Und das, was ich euch zeige, ist mein Business. Und wenn euch mein Business nicht interessiert, wollt ihr das nicht sehen. Aber es tut mir leid, es tut mir tierisch leid, dass ich euch enttäusche, aber glaubt mir, es ist nicht, weil ich euch einfach denke, ach ja, Business ist mir jetzt wichtiger, sondern weil ich glaube, ich bin einfach besser. Und auch wenn es jetzt eine Phase geben wird, wo ich einfach die Leute verliere, die Mom-Leute sind und eher in die Business-Leute reinkomme, aber ich bin einfach besser in den Business-Themen. Und mein Mama-Leben könnt ihr gerne, wenn ihr mich mal besuchen kommt, sehen, aber ansonsten ist das das, was mir die Energie gibt, mein Business-Leben durchzuhalten. Und diese Energie brauche ich ohne Kamera. Das wollte ich einfach mal sagen, weil es mir wirklich leid tut und ich weiß, das ist eine Entscheidung gewesen, ihr habt das begleitet, die ist über Jahre passiert oder Wochen passiert, Monate passiert und auch heute gibt es noch Themen, ich denke, ach komm, machen wir wieder ganz viel Lifestyle-Themen und es wird hier ein paar Lifestyle-Themen geben auf dem Kanal, aber es wird Business-Lifestyle sein, es wird Persönlichkeitsentwicklungsthemen sein, es wird in die Richtung nicht mehr so viel Business-Coaching, da kommen noch ein paar Videos, aber es wird mehr sein, wie läuft der Alltag ab in meinem Business, momentan alleine, weil alle im Homeoffice sind und wir noch die Situation haben, die wir haben. Und dann wird es Entwicklungstipps für dich als Unternehmerin geben. Aber das ist leider jetzt mein Leben und das ist das, was ich an Content machen möchte. Ich baue gerade eine zweite Agentur auf, die Sales-Agentur. Werdet ihr auch sehen, wie das hier alles funktioniert. Aber das ist mein Alltag. Das war der eine Punkt, der mir am Herzen lag, weil ich einfach sehe, es gehen Leute weg. Und man muss als Unternehmerin oder generell als jemand, der da außen steht, lernen, und mir fällt es unglaublich schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Nicht zu sagen, ihr findet mich jetzt scheiße, vielleicht finden mich die eine oder andere unter euch scheiße. Damit komme ich zurecht, aber es tut trotzdem weh. Weil man hat einfach was aufgebaut und plötzlich enttäusche ich die Leute, mit denen ich das aufgebaut habe, weil ich anfange, über andere Themen zu reden. Und das wird so bleiben. Jeder, der sich online zeigt, wird das haben. Jeder, der sich online zeigt, wird irgendwann an einen Punkt kommen, wo die Leute sagen, das gefällt mir nicht mehr. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Meine Entwicklung. Ich habe sowas von hart dafür gearbeitet, wo ich jetzt stehe. Sowas von hart. Mir ist nichts zugeflogen, ich habe kein Vitamin B gehabt. Ich komme noch nicht mal aus der Branche. Ich bin nicht so jemand gewesen, der seine Marketingkontakte genutzt hat und der jetzt eine Marketingagentur hat. Oder der, keine Ahnung, in einem Unternehmen mit Social Media Marketing gearbeitet hat und dann hat er die Strategien da genutzt und macht jetzt sein eigenes Ding draus. Ich komme aus einem komplett anderen Bereich, in der Beratung, in der Managementberatung. Ich habe Ökonomie, ich habe Master in Wirtschaft. Das, was ich jetzt mache, habe ich mir komplett selbst beigebracht. Es hat in 2 Jahren so gut funktioniert, dass ich davon so gut leben kann. Aber nicht nur ich, sondern meine Mitarbeiter auch und mein Unternehmen auch. Aber es ist nichts, was mir zugeflogen ist. Also das heißt, jeden einzelnen Cent, den wir jetzt verdienen, habe ich mir verdammt hart erarbeitet und ich arbeite ihn mir jetzt immer noch ganz hart. Ich habe meine 3-4 Stunden Arbeitszeit, aber das heißt nicht, dass danach meine Arbeit zu Ende ist. Ich sitze zwar nicht mehr hier am Schreibtisch, sondern ich spiele mit meinen Kindern, ich baue Schneemänner, ich mache Bespaßungsprogramm, aber mein Kopf hat den ganzen Tag dieses Business im Hinterkopf. Gestern Abend lag ich im Bett und habe mir Gedanken gemacht, wie ich die Sales-Agentur aufbaue. Wir haben eine Anfrage vom großen Kunden. Ich habe überlegt, wie kann ich strukturieren, wie kann ich das Framework umstellen, dass das, was in der Mibrunner Methode funktioniert, unter MPRNR, das ist das Akronym für die Marketingagentur, die Sales-Agentur, dass das für Dienstleister, für große Unternehmen funktioniert. Ich habe mega Druck. Gestern habe ich zum Beispiel rausgefunden, dass es einen jemanden gibt, der meinen Markennamen verwendet, was er nicht darf, den ich jetzt rechtlich verklagen muss. Das heißt, auch wenn ich hier nicht mehr an diesem Schreibtisch sitze, habe ich
das den ganzen Tag im Hinterkopf. Jede Situation. Ich habe einen Kunden, meine Kunden sind super happy. Ein Kunde, der kündigt. Diese Kundin kündigt, weil sie einfach mit den Inhalten durch ist. Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken darüber, warum hat sie gekündigt, warum ist es nicht mehr zufriedenstellend, was kann ich besser machen. Das heißt, auch wenn ich nach 3 Stunden aufstehe vom Schreibtisch, bleibt dieses Business den ganzen Tag in meinem Kopf. Ich überlege neue Strategien, ich überlege, wie ich optimieren kann, ich überlege, verdammte Scheiße, wie gehe ich mit diesem vielen Geld um, was wir jetzt im Monat verdienen. Ich überlege, wie ich euch beibringen kann, dass das nicht heißt, dass ich 40.000 Euro für mich habe und davon Schuhe kaufe. Das sind alles Sachen, die bleiben immer im Hinterkopf. Das heißt, wenn ich über Geld spreche, und das tue ich, das habe ich ganz bewusst getan, weil ich gedacht habe, es motiviert euch zu sehen, wie man innerhalb von 2 Jahren von, was hatte ich, 500 Euro auf dem Konto, was ich für mein Business verwenden konnte, auf über 40.000 Euro Monatsumsatz kommt. Das dachte ich, motiviert euch. Aber ich glaube, ihr fühlt euch davon eher angegriffen oder eher ja, verletzt oder eher vorgeführt. Und das will ich nicht. Weil, und das ist mir auch nach dem letzten Einkommensbericht aufgefallen, ich habe das, also beziehungsweise eigentlich vor 2 Wochen habe ich auf Instagram schon mal erzählt, wie das Einkommen war diesen Monat. Und dann kommen von euch Fragen, findest du es wichtig, so viel Geld zu verdienen? Ist es dir das wert, so viel Geld zu verdienen? Und ich habe auf Instagram, ihr habt es vielleicht gesehen, auch gesagt, ja, mir verdammt nochmal, es ist mir wichtig, viel Geld zu verdienen, weil es ist ein Unternehmen, was ich führe. Und dann hat jemand gesagt, hey, klär doch mal ein bisschen auf, was du wirklich von diesem Geld hast. Und natürlich ist es mir selbst gar nicht gekommen, dass ihr wirklich denkt, von 40.000 Euro, die wir im Monat machen, habe ich 40.000 Euro. Ich verdiene weniger, als ich in meiner Management-Karriere verdient habe. Ich kann natürlich selber entscheiden, was ich mir auszahle, aber ich bin niemand, der sagt, ich will jetzt mir die teuren Handtaschen und Schuhe kaufen. Ich habe noch die gleichen Sachen, die ich vor 5 Jahren anhatte. Ich kaufe immer noch meine Kleider von Amazon. Das Einzige, was ich mir jetzt gegönnt habe, waren mal ein paar Ballerina, die ein bisschen teurer waren. Und das ist auch nicht viel Geld, wenn ich sage, ein bisschen teurer waren. Ich kaufe mir keine teuren Handtaschen. Das Einzige, was ich ist, das ist meine Chefin. Sehr nett ist und mir neue Technikspielereien kauft, aber das ist die Firma. Das heißt, ich glaube, da ich die Einzige bin, die es aktuell auf dem deutschen Markt gibt, die darüber erzählt, was sie verdient, kommt bei euch viel raus. Und das ist so schade. Und es ist natürlich nicht bei jedem. Viele schreiben mir, diese transparenten Einkommensberichte sind super wichtig und super hilfreich und super motivierend. Aber der eine oder andere wird wahrscheinlich auch dazu tendieren, dass es dann nur noch um das Geld geht. Und deswegen habe ich mich entschieden, es wird keine Einkommensberichte mehr geben. Es wird Wachstumsberichte geben. Denn ich möchte nicht, dass mein Kanal in diese Richtung geht. Wir wollen alle möglichst viel Geld verdienen und dafür möglichst wenig tun. Weil ja, ich verkaufe Sales-Automatisierung, ich bringe Sales-Automatisierung bei. Heißt, ihr könnt wenig arbeiten und dafür viel Geld verdienen. Aber das, was ihr macht an wenig Arbeit, ist für eure Kunden das Bestmögliche. Wir wachsen super schnell, das bringe ich auch bei. Wir brauchen nicht langfristig Vertrauen aufbauen, bringe ich auch bei. Aber es geht nicht darum, irgendwas anzubieten, wo eine Kunden später denken, jetzt hat sie mir das Geld aus der Tasche gezogen und jetzt. Es geht darum, dass ihr was anbietet, wo eure Kunden denken, wow, du hast mein Leben verändert. Und ich will nicht, dass es in diese Richtung geht, wenn ich euch theoretisch am Ende des Jahres sage, ich verdiene 100.000 Euro im Monat oder mein Business macht 100.000 Euro im Monat Umsatz. Davon gehen auch Steuern ab, davon gehen Ersparnisse ab, davon gehen Gehälter ab, davon geht Software ab, davon gehen diese ganzen Kosten noch runter und dann kommt irgendwann ein Gewinn rüber und der Gewinn wird bei mir sofort wieder in die Firma investiert oder kommt als Rücklage, dass unser Unternehmen 1 Jahr lang alle Mitarbeiter durchfüttern kann, falls morgen keine Einnahmen mehr kommen. Aber ich will nicht, dass es dann so aussieht wie, oh mein Gott, die scheffelt so viel Geld und das schaffe ich nie. Und dass es dann so ein Shiny Object Part wird. Das will ich nicht. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, weil ich merke, wir wachsen rasant. Wir haben unsere Einnahmen letzten Monat verdoppelt. Ich sage euch auch gleich, woran das lag, weil das ist schon wichtig, finde ich. Für alle, die sich dann doch für die Einkommensberichte interessiert haben. Aber es geht darum zu sehen, wie können wir diese Branche besser machen? Wie können wir diese Branche, ja, wie soll ich sagen, hervorheben, aufs nächste Level heben, ohne dass wir druckbasiert oder durch falsche Versprechen oder durch weiß ich nicht, irgendetwas, was wir anbieten, wo wir uns gar nicht bei wohlfühlen, Kunden bekommen. Und das kriege ich hin beim Unternehmen. Und wir haben ganz tolle, ganz großartige Kunden. Jetzt gerade in Uplevel, wo immer mehr Kunden jetzt sich auf Uplevel beziehen bei mir, wo eben diese Sales-Automatisierung gelernt wird. Das sind so tolle Frauen, das sind so tolle Menschen, die haben so geniale Produkte, die helfen mit ihren Produkten so vielen Leuten. Das macht so einen Spaß, mit denen zu arbeiten. Und diese Leute möchte ich anziehen. Ich möchte nicht die Leute, die sagen, ich will das schnelle Geld, weil das kann ich nicht und mit den Leuten möchte ich nicht arbeiten. Deswegen, ich bin auf der einen Seite sehr dankbar, dass ihr so offen und ehrlich seid und mir die ganze Zeit eigentlich sagt, Chris, hör auf darüber zu reden, was du dir kaufst und hör auf darüber zu reden, dass du Geld verdienst und hör auf darüber zu reden, dass du jetzt ein schönes Haus gekauft hast und hör auf darüber zu reden, dass keine Ahnung, es dir so gut geht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, nur weil ich das erreicht habe, heißt es doch nicht, dass ihr es nicht erreichen könnt. Und
was ich eigentlich damit zeigen wollte, war, guck mal, ich habe bei Null gestartet und habe mir das alles aufgebaut. Und ich war verbissen, dass ich gearbeitet habe. Ich habe trotzdem versucht, für die beste Mutter meines Lebens zu sein. Habe dann deswegen die Nächte gearbeitet, trinke tonnenweise Monster, damit ich das manchmal hinbekomme, obwohl ich gerade zwei Kinder bespaßen muss. Habe aber auch ganz großartige Menschen in meinem Leben, die mich unterstützen. Und ich wollte alles das zeigen, wofür ich dankbar bin. Weil ich nehme euch mit in mein Leben und in meine Einnahmen und in mein Haus, weil ich denke, ich bin so dankbar für das. Guckt mal. Und das heißt nicht, dass euch jedem das Haus gefallen muss. Mir gefällt's. Ich konnte mir nicht das mega neue Haus für eine 500.000 leisten. Aber das, was ich habe, gefällt mir. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, hey, das geht auch. Und auch wenn euch das Haus nicht gefällt oder das Büro nicht gefällt und ihr es anders machen würdet, ihr würdet euch kein iMac kaufen oder was auch immer. Alles, was ihr wollt, ich bin halt ein Apple-Junkie, aber geht. Und anscheinend ist es bei euch eher rübergekommen nach dem Motto, die zeigt jetzt, was sie alles hat und ich muss dafür bluten, weil ich ihr dann eine Mitgliedschaftsgebühr zahle. Aber so ist es nicht. Und deswegen wird es Wachstumsberichte geben, wo ich erzähle, welche Entscheidungen ich getroffen habe in dem Business und wie die Entscheidungen mein Business beeinflusst haben und vielleicht auch so ein bisschen prozentual, wie wir gewachsen sind. Das heißt, rein theoretisch könntet ihr euch das vielleicht herrechnen, aber ich werde euch nicht mehr so das Geld unter die Nase reiben, weil ich will euch nicht angreifen. Ich will nicht damit auslösen, dass ihr denkt, oh mein Gott, wieso verdient die so viel Geld und ich noch nicht. Das oder eben im anderen Fall Leute anziehen, die sagen, ich will einfach so viel Geld verdienen, mir ist scheißegal wie. Ja, vielleicht treffe ich auch die falschen Schlussfolgerungen und es sind die üblichen 10 Leute, die mich einfach selbst nicht mögen und denken, ach ja, durch einen Klick ist das ganz gut zu zeigen. Aber ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, für alle, die das anschauen, für alle Moms, die das anschauen, ich fände es einfach toll, wenn ihr dabei bleiben würdet. Es heißt nicht, dass ihr ein Business aufbauen müsst. Es heißt nicht, dass ihr, keine Ahnung, euch darüber Gedanken machen müsst, ob ein MacBook oder irgendein anderes Apple-Produkt für euch geeignet ist. Aber ich glaube, das, was ich jetzt im nächsten, sagen wir ab März, denke ich, die nächsten Wochen wird sich das noch ein bisschen ändern, weil ich noch ein paar Sachen vorgefilmt habe. Aber was ich auf diesem Kanal zeigen möchte, ist der Alltag in einem Online-Education-Business. Und es wird vom Stil her Vlogging-mäßig sein, aber es wird auch einen Teil Persönlichkeitsentwicklungs-, Zeitmanagement-Themen geben. All das, was mich ausmacht, damit ich alles so hinkriege, wie ich es hinkriege. Aber ja, es wird ein Teil davon sein, wie funktioniert mein Business? Wie haben wir Meetings? Wie entscheide ich mich für Strategien? Und wie gehe ich damit vor, dass ich jetzt noch ein zweites Business aufziehen möchte? Und wie läuft das wirklich ab? Wie sitze ich hier und halte irgendwelche Präsentationen und Vorträge? Momentan kann ich das alles noch nicht abdecken, weil ich nicht alleine mich so viel filmen kann. Aber das wird alles kommen. Und für alle, die wirklich nur denken, ich will einfach nur sehen, wie du deinen Alltag als Mom lebst. Ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele ganz geniale Mütter da draußen, die euch das zeigen. Aber ich werde euch zeigen, wie ihr ein Business aufbaut und wie ihr es hinbekommt, alle Schwierigkeiten, die es in diesem Bereich gibt, hinzubekommen und ein elegantes, tolles Business mit tollen Leuten, mit tollen Mitarbeitern, mit genialen Kunden aufbauen, mit richtig geilen Premium-Produkten. Das kann ich am allerbesten. Und wenn ihr euch jetzt entscheidet und sagt, Chris, ich habe da überhaupt kein Interesse mehr dran, ich wollte dich lieber in deiner Zwei-Zimmer-Wohnung sehen, wie du dich den ganzen Tag mit Mina befasst. Es bedeutet mir unglaublich viel, dass ihr da wart. Ich fand es toll, die Zeit mit euch zu verbringen, eure Tipps zu kriegen, dass ihr mich begleitet habt. Die Videos sind hier auf dem Kanal. Ich werde die auch nie löschen, weil ich das ganze erste Jahr meiner Tochter aufgenommen habe. Ich meine, warum sollte ich sowas löschen? Aber es ist privat. Und es tut mir sehr leid, dass ich jetzt mich in eine Richtung entwickelt habe, die ich aber nicht entwickelt habe, sondern ich war schon immer so. Ich habe im Management gearbeitet, bin schwanger geworden, arbeite jetzt wieder im Businessbereich. Das heißt, ihr habt einfach einen Ausschnitt in meinem Leben gesehen, in dem ich pausiert habe, um zu denken. Und jetzt ist das einfach wieder das Business-Thema. Seitdem ich denken kann, liebe ich Business. Liebe ich Business. Schon bei Google wusste ich, ich will mich selbstständig machen. Und habe es ja dann auch gemacht. Deswegen, ja, es tut mir tierisch leid. Ich habe einkalkuliert, dass ich euch irgendwann enttäuschen werde und dass ihr euch für diese Themen nicht mehr interessiert. Wenn ihr noch generell Interesse daran habt, einfach das Leben, meine komische Art weiterhin zu sehen, wie ich Persönlichkeitsentwicklungsthemen angehe, was ich mehr Zeit mache, was ich für Gesundheitsthemen immer auf den Businessbezug sehe, bleibt gern dabei. Aber ansonsten nehmt es mir nicht übel. Es ist keine Entscheidung gegen euch, es ist keine Entscheidung gegen meine Familie, es ist eigentlich eher eine Entscheidung für meine Familie und dafür, dass ich das erzählen möchte, was ich am besten kann. Und das sind einfach diese Online-Business-Themen. Ja, das muss ich loswerden, deswegen gibt es heute 2 Videos, weil, und dann kommen wir auch gleich zum Thema, natürlich belastet das in einem Business eine Unternehmerin, wenn man sieht, man gibt sich viel Mühe und macht ganz viel und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es auch nicht. Heißt, unser Business ist diesen Monat extrem gewachsen, aber unsere Outreach, unser Marketing,
nicht. Und das lag an folgenden Dingen. Okay, Businesswachstum. Wir haben diesen Monat, ich sage jetzt wir, aber prinzipiell ist wir eigentlich immer ich, weil ich die ganze strategische Leitung ja mache, Entscheidungen getroffen. Und zwar habe ich mit dem Gedanken gespielt, dass ich sage, ich möchte nur noch ein Produkt, ich möchte mich verschlanken. Momentan gibt es die Challenge, die Mipreneur Challenge, das ist das Einstiegsprodukt, was auch nicht monatlich ist, das ist einmalig 100 Euro und in der Challenge plant man sein Online-Business in 3 Stunden. Also eher das Business nach der Mipreneur-Methode aufzusetzen. Und das ist das neue Einstiegsprodukt. Danach gibt es aber Premium Up-Level Leadership. Das sind 3 Membership-Modelle, wo man in 12 Monatsraten oder auf einmal eine 12-Monate-Mitgliedschaft zahlen kann. Und mein Versprechen ist, wie du ein elegant automatisiertes Online-Education-Business aufziehst, mit dem du 10.000 Euro im Monat und mehr verdienst, ohne dass du dich nächtelang durcharbeiten musst. Und das Versprechen halte ich tatsächlich am ehesten in Up-Level, idealerweise Up-Level plus Leadership. Das Versprechen, die ersten Umsätze zu machen, halte ich in Premium. Aber was ich in Premium beibringe, ist einzigartig schon, aber es ist nicht so herausragend wie das, was in Up-Level Leadership kommt. Das, was in Up-Level Leadership kommt, lernt ihr nirgendwo. Und das ist das beste Programm, was es auf dem Markt gibt, wenn ihr mit einem Online-Kurs wachsen wollt. Deswegen war meine Entscheidung zu sagen, okay, ich will nicht immer erklären müssen, hey, in Premium hast du nur die ersten 2 Stufen, das bringt dich aber nicht dahin, wo ich eigentlich dich hinhaben möchte, sondern dafür musst du Up-Level buchen. Deswegen, Up-Level kostet momentan 497 Euro im Launchpreis im Monat. Wenn ihr Interesse habt, auf mipreneur.de Bewerbung gehen, /Bewerbung. Und es wird später 779 Euro im Monat kosten und ich werde es umändern. Das heißt, es wird Up-Level momentan die Stufen 3 bis 5, 5 ist nochmal in 3 Unterstufen geteilt, Premium 0 bis 2 und Leadership 6 bis 7. In Zukunft wird es, ihr werdet es vielleicht irgendwann dann rausfinden, wann das soweit ist, ein Produkt geben, das ist der Mipreneur Club. Ich werde es auch Up-Level nennen, aber es ist der Mipreneur Club. Da lernt man die ersten 6 Phasen, also die eine Phase kommt on top für alle, die dann neu buchen. Für die, die jetzt gebucht haben, die kriegen die natürlich noch nicht, die müssten dann Leadership hochbuchen. Und, oder vielleicht lasse ich auch nur bis Phase 5 und Leadership, ja, müssen wir mal gucken. Und Leadership kriegt man entweder, wenn man sich relativ schnell für Up-Level entscheidet, oder man kriegt es intern im Club nochmal zu buchen. Das wird es auch nicht mehr öffentlich geben. Einfach aus dem Hintergrund, ich will ein Produkt, ein Versprechen, das ist dann ein High-Ticket-Produkt. High-Ticket-Produkt heißt einfach nur, weil es über 5.000 später dann insgesamt 10.000 Euro im Jahr kosten wird. Aber da in diesem Produkt, wenn ich überlege, dass die meisten innerhalb von 3 bis 4 Monaten 5.000 bis 10.000 Euro im Monat verdienen, ist es das wirklich wert. Und ich möchte nicht mehr so unterscheiden müssen in meinen Trainings zwischen, was darf ich den Leuten sagen, was darf ich den Leuten sagen. Ich will einfach alles, was ich weiß, hergeben, egal wer mich fragt. Und das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Dadurch, dass in dieser Entscheidung auch Up-Level diesen Monat, im dritten Monat sozusagen ist und wir einige Bewerbungen bekommen haben, die auch gebucht haben, haben wir diese über 40.000, ich glaube, wir haben 47.000 Euro Umsatz gemacht diesen Monat, also im Januar. Umsatz, das heißt nicht Gewinn, Umsatz. Davon gehen alle Kosten runter, davon gehen auch alle Steuern runter, ne? Deswegen nur Umsatz. Und ich glaube, also Steuern, wir haben 19% Umsatzsteuer, die runtergeht, je nachdem, ob wir von der Schweiz haben etc. zwischen 16% und 20% nochmal, muss man ja alles ein bisschen anders sehen. Dann haben wir die Situation, dass wir auch Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer, wir haben viele Steuern, die wir zahlen müssen jeden Monat, deswegen, das geht komplett runter. Dann haben wir Gehälter, wir haben aktuell ich bin ja auch selbst Festangestellte sozusagen bei mir, auch wenn ich die alleinige Gesellschafterin bin, gelte ich als Selbstständige und wir haben aktuell eine festangestellte Mitarbeiterin noch. Eine weitere Festangestellte fängt erst im April an. Und dann habe ich 1, 2, 3 Freelancer on top. Ja, Werkstudent ist auch erst ab nächsten Monat, die ich zahle. Das heißt, das geht auch noch alles runter. Und dann haben wir Software-Tools und sowas alles im Schnitt von 600 bis 800 Euro im Monat. Ich sage jetzt nur ungefähr die Zahlen, was auch noch runtergeht. Dann hatten wir noch für den Unternehmenskauf, ich habe ein Beratungsunternehmen gekauft letztes Jahr, davon musste ich noch 1, 2 Raten zurückzahlen. Die sind auch noch runtergegangen, sind aber jetzt die letzten Raten in diesem Monat. Und was habe ich noch gekauft? Schreibtischstühle, 3 Stück, die noch gefehlt haben im Büro. Und ich glaube, das war es aber an Kosten. Mein Hund ist hier, deswegen habe ich mit dem Geräusch gerade überlegt. Genau, und das ist sozusagen der Apparat. Das heißt, wir haben ein Apparat. Das heißt, diesen Monat haben wir viel, was wir nochmal ein bisschen in die Rücklagen legen konnten. Aber es ist einer der besten Monate gewesen überhaupt. Aber eine kleine Einschränkung. Ich empfehle ja, und das gebe ich auch in der Methode weiter, dass man nicht sagt, ich möchte einen Einmalpreis, sondern ich möchte Ratenzahlungen sozusagen. Ne? Weil dann dadurch kriege ich nicht auf einmal so viel Geld, sondern es wird aufgestockt jeden Monat und dann habe ich eine Basis, auf die ich mich verlassen kann. Diesen Monat hatten wir halt wenig Ratenzahlungen, sondern 2, 3
Komplettzahlungen und deswegen ist dieser hohe Umsatz zustande gekommen. Plus, ich biete zusätzlich, was jetzt bald die MPRNR, also die Sales-Agentur, machen wird, Consulting-Tage an. Die Consulting-Tage sind 2 Intensivtage, wo wir die komplette Sales-Automatisierung deines Unternehmens machen, beziehungsweise ich die Beratung mache, dein Unternehmen es selber umsetzt. Und das ist ein Programm, was pro Tag 10.000 bis 15.000 Euro kostet. Und davon ist eine Rate fällig geworden. Deswegen war dieser Monat einfach sehr, sehr gut. Trotz der Tatsache, dass wir Corona haben, stellen wir ein, haben 2 neue Festangestellte, die jetzt bald starten. Also es läuft wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, aber damit ihr einfach auch vielleicht euch nicht so schlecht fühlt, ich merke, dass die Kaufentscheidung deutlich zurückgeht. Also diesen Monat zum Beispiel, wir haben ja bestimmte Ziele, die wir uns setzen. Die Ziele von der Challenge, wie die sich verkauft, habe ich definitiv nicht erreicht. Die Ziele von den Mitglieder in Premium habe ich definitiv nicht erreicht und tatsächlich auch die Ziele von den Uplevel-Mitgliedern habe ich nicht erreicht. Das heißt, obwohl, nee, Premium haben wir, stimmt nicht, Premium haben wir 4 Mitglieder mehr, als wir gewünscht haben. Aber in Uplevel haben wir es nicht erreicht und in der Challenge haben wir es nicht erreicht. Und das liegt einfach daran, dass ich das Gefühl habe, momentan ist eine ganz extreme Unsicherheit. Ich weiß nicht, ob es jetzt langsam besser wird, aber eine ganz extreme Unsicherheit in dem Business und wie man momentan Entscheidungen trifft, weil viele wollen jetzt online starten und wollen halt tatsächlich auch die Zeit sparen und wirklich schnell online starten, automatisieren, das direkt strategisch richtig aufstellen. Aber durch die Situation mit Corona, gerade Januar, Februar, waren viele einfach sehr, sehr unsicher. Und das habe ich gemerkt. Das heißt, die Entscheidungsfreudigkeit, die wir noch im Dezember hatten, dass wir einfach jede Woche 10 neue Bewerbungen für Uplevel bekommen haben und ich dann gucken muss, dass ich alle Termine unter einen Hut kriege, die ist deutlich gesunken. Das Interesse ist mega hoch. Das heißt, viele schreiben mir und sagen, ich möchte buchen, ich mache das dann in den nächsten Monaten. Aber ich glaube, viele haben einmal einfach momentan keinen Mut, so viel in sich zu investieren, aber auch einfach keine Zeit. Und lasst mich gerne wissen, wie das bei euch ist unter mipreneur-gmbh, dann können wir darüber sprechen. Aber ich glaube, dass momentan einfach, wie ich es ja selbst auch habe, ich meine, schaffe gerade mal 2-3 Stunden alleine zu sein. Was will man denn da schon schaffen? Und da würde ich mit Sicherheit auch nicht in so ein extrem hohes Coaching-Programm investieren, obwohl ich deutlich sage, 2 Stunden am Tag sind mehr, als ich eigentlich brauche von dir. Ne? Aber das ist, glaube ich, eine Entscheidung, wenn es euch so geht, dass ihr denkt, was ist mit meinem Business los? Gerade läuft es nicht so richtig rund, es läuft aber nicht richtig rund. Dann wird es wahrscheinlich daran liegen, dass die Leute gar nicht das irgendwie gegen dein Produkt was haben, sondern einfach gerade nicht wissen, wie sie es zeitlich umsetzen sollen. Das haben wir auch gemerkt. Genau, des Weiteren ist unser Funnel, also es ist nicht ein Funnel, weil ich nicht diese Strategie habe, oben reinschmeißen und hoffe ich, dass es unten rauskommt. Bei uns ist es ein Sales Wheel, optimiert wird. Das heißt, ich habe es zwar aufgestellt, aber wir haben 3 neue Trainings reingepackt. Vorher war es nur ein Training. Das heißt, wenn du auf mipreneur.de/training gehst, siehst du eine 3-teilige Videoserie jetzt und nicht nur ein Video. Und danach gibt es einen Workshop, der darum geht, dass ich dir die Mipreneur-Methode erkläre. Das war ein Live-Workshop. Die Aufzeichnung findest du auch darunter. Aber durch die Situation, die wir jetzt haben, ist die Internetverbindung meines Erachtens nicht gut gewesen. Deswegen halte ich auch momentan fast keine Live-Trainings mehr. Alles, was auch, ich wollte die Challenge auf so eine Live-Party machen, mein Internet kriegt es gerade nicht hin. Ich habe schon ungefähr 100 Mal mit dem magentafarbenen Anbieter gesprochen, der mir gesagt hat, es ist einfach die Situation gerade so, die Leitungen sind überlastet, gerade abends, aber auch morgens, wenn die ganzen Homeschooling-Sachen sind, crashen die sehr, sehr oft und das haben wir natürlich auch gemerkt. Deswegen bin ich nicht ganz so zufrieden, wie momentan das Flywheel aufgesetzt ist und wir wollen es noch ein bisschen optimieren. Das heißt, dadurch, dass ich viel strategisch gerade ändere, weil ich ja auch alles plane, auf ein Produkt später auszurichten, merke ich, dass einfach es nicht so smooth läuft, wie das die ganzen letzten Wochen war. Was aber okay ist, denn dadurch, dass wir wirklich gewachsen sind und jetzt relativ stabil sind, nehme ich mir gerade selbst den Druck, so viel wachsen zu müssen. Es ist noch ein zweites Produkt oder eine zweite Firma, die ich gerade plane, die MPRNR, also diese Sales-Agentur. Und ich weiß auch nicht, ob ich das in den Wachstumsreports ein bisschen reinpacken sollte oder ob ich das separiere, müssen wir mal gucken, vielleicht sage ich euch, also lasst mich mal wissen, ob ihr auch rein theoretisch wissen wollt, wie ich eine Agentur aufbaue, die tatsächlich auch relativ automatisiert laufen soll und sehr minimalistisch. Also da wird das ganze Konzept sein, wie man Minimalismus-Business betreibt. Ja, das war einfach mal das Grobe, was diesen Monat passiert ist. Ich bin extrem dankbar für das, was passiert ist. Aber es führt einfach auch dazu, egal ob es positive oder negative Sachen im Business passieren. Für mich muss ich ehrlich gesagt sagen, mir bedeutet das Geld nicht so viel wie die Tatsache, dass ich meine Leute verliere. Das ist halt so, weil ich nicht wegen des Geldes jetzt alles mache, sondern eher, weil ich mehr Leuten helfen will. Automatisch, wenn Leute gehen, denke ich halt, ich helfe weniger Leuten, obwohl es eigentlich normal ist, weil ich weiß, dass nicht alle im Business wollen. Und auch 13.000 Abonnenten für einen Business-Kanal wäre heftig. Also ich glaube nicht, dass ich die haben werde, weil Business einfach ein sehr spezielles Thema ist, gerade Online-Kurs-Business etc. Aber
Ja, es führt dazu, dass man einfach viel hinterfragt und aufpassen muss auf sich selber. Und wenn ihr in einer Situation seid, dass ihr denkt, oh, ich weiß nicht genau, wie ich weitermachen soll, und es muss nicht nur businessbezogen sein, sondern in allen Sachen, bezieht es nicht immer auf euch, aber nutzt auch die Zeit, um nachzudenken. Und in diesem Nachdenken solltet ihr nicht in dieses Verfallen nach dem Motto, oh, ich produziere jetzt einfach tausend neue Produkte, neue Dinge, neue Videos, hoffentlich sind irgendwelche Leute dann damit zufrieden, sondern ihr hört in euch rein und überlegt euch, was ihr eigentlich wollt. Und das ist gerade eine Sache, die ich mache. Deswegen, wir haben noch zwei, drei Videos, die veröffentlicht werden. Danach weiß ich eigentlich, was ich will und wie ich das haben möchte. Aber ich könnte es momentan einfach nicht umsetzen alleine. Deswegen kann es sein, dass es mal 2 Wochen kein Video gibt. Ich weiß es nicht. Aber bei mir ist gerade viel im Kopf, wo ich nachdenken muss, wo möchte ich, dass meine Businessreise hingeht? Wofür möchte ich stehen? Wie soll mein Business aussehen? Und dann muss man manchmal entschleunigen, um einfach für sich wieder, oder was heißt wieder? Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber was wir nach außen zeigen, muss ich halt einfach definieren, weil ich will nicht 0815 Sachen zeigen. Ich will wirklich richtig, richtig gute Dinge zeigen. Und einfach nur so einen Haken dran zu machen mit, oh, ich habe ein YouTube-Video hochgeladen, ich habe das hochgeladen, das gemacht, kann dazu führen, dass man einfach denkt, man bleibt im Einheitsbrei und zeigt, was alle zeigen, aber nicht mehr wirklich überlegt, wofür man steht. Und das ist gerade so eine Sache, die ich ein bisschen entscheiden muss, in welche Richtung ich da gehen will. Und deswegen werde ich mir ein paar Tage Denkzeit geben. Ja, und solche Sachen, die auf der einen Seite sehr stark wachsen, auf der anderen Seite aber auch Verluste haben, führt immer dazu. Das war der Einkommensbericht, der letzte Einkommensbericht. Die nächsten Berichte sind Wachstumsberichte. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, ich stelle mich weiterhin darauf ein, dass noch ein paar der Moms definitiv und wahrscheinlich auch einige gehen werden, weil es euch nicht interessiert. Aber nimmt es mir nicht böse, nimmt es mir nicht übel. Es liegt tatsächlich einfach nur daran, dass ich das machen möchte, was ich am besten kann, um damit mehr Menschen zu helfen. Und das war, glaube ich, das, was ich dazu sagen wollte und was mir im Herzen lag. Und ich freue mich auf alle, die neu dazukommen, auf alle, die die Businessreise verfolgen wollen, auf alle, die wissen, wie man sich als Unternehmerin, als Leaderin weiterentwickelt, wie man Online-Strukturen, Kursstrukturen aufbaut, wie man Business-Strukturen aufbaut. All das, was ich hier mache, bringe ich mir selber bei, lerne ich sozusagen auf meinem eigenen Weg. Und ich teile es sehr gerne mit euch und ich freue mich auch, es mit euch zu teilen. Und nehmt es als Motivation und vergleicht euch nicht mit meinem 10. Schritt. Ich mache das mit Sicherheit. Ja, seit 2 Jahren jetzt und bin vielleicht ein paar Schritte weiter. Bleibt auf dem Schritt, wo ihr gerade seid und geht es Schritt für Schritt. Und dann kommt ihr dahin, wo ihr hin wollt und werdet alles verändern können in eurem Leben. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Ich wünsche euch ein ganz, ganz großartiges Wochenende. Ich bin komplett eingeschneit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich komme überhaupt nicht raus. Mein Auto bewegt sich nicht mehr. Gar nichts. Wir stehen hier und bleiben einfach da und gucken in die Sonne und freuen uns. Bauen Schneemänner, die immer wieder umkippen und versuchen so das Wochenende zu genießen. Ich habe jetzt hoffentlich noch eine Stunde am PC, dass ich mir ein bisschen Gedanken machen kann und würde mich tierisch freuen, wenn ihr auf mipreneur-gmbh geht und euch einfach mit mir unterhaltet. Und wenn ihr Interesse habt an den ganzen Sales-Themen, wirklich nur Sales, Sales-Psychologie, Sales, 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 nichts mit Online-Kursaufbau, Strategie, Leadership, nichts, nur Sales, geht gerne auf Sales-Agentur. Auch auf Instagram. Da ist, glaube ich, noch niemand. MPRNR ist das Unternehmen. Ich glaube, ich bin der einzige Abonnent oder auch noch nicht mehr. Aber könnt ihr ja mal reinschauen. Vielen, vielen Dank und dann bis zu einem nächsten Video. So, danke, dass du dich dafür entschieden hast, heute Zeit mit mir zu verbringen. Ich schätze es wirklich sehr, dass du Teil der Mipreneur-Bewegung bist. Diese Show wurde entwickelt, um Unternehmer aus ihrem Überlebensmodus zu befreien, damit wir Entscheidungen aus Angst vermeiden und alle Unsicherheiten beseitigen können, die mit dem Wachstum eines digitalen Unternehmens einhergehen. Du bist unglaublich, denn du hast dich dafür entschieden, dein Business selbst in die Hand zu nehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen und ein Mipreneur zu werden. Du bleibst deinen Werten treu und weißt, dass ein erfolgreiches Online-Business auch ohne Stress und hektischen Alltag auskommt. Wenn du dieser Bewegung noch nicht beigetreten bist, dann schau einfach die Show in iTunes an und teile diese Episode in deinen Instagram-Stories. Indem du teilst und bewertest, hilfst du diesem Podcast, weit mehr Unternehmer zu erreichen. Denn so können wir gemeinsam die Sorgen und Ängste und ja, das Überlebensmodus-Denken aus unserer Branche hier beseitigen. Du spielst also eine große Rolle dabei, bei der Erfüllung dieser Mission zu helfen. Wir hören uns bald in einer neuen Episode und bis dahin, glaube an deine Fähigkeiten, finde deine Stimme und du kannst alles einfach machen. Bis zum nächsten Mal.